Matthias Richling ist einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands und er ist unbestritten Deutschlands bester Parodist. Von Angela Merkel über Donald Trump bis hin zu Karl Lauterbach. Keiner verkörpert so treffend, so witzig und auch so entlarvend die großen, wichtigen und mächtigen dieser Welt. Herzlich willkommen bei Phoenix persönlich. Ja, vielen Dank, das war zu viel. Aber nur das ich wollte nicht unterbrechen. Nur das Beste. Doch gerne. Nur das Beste über unsere Gäste. Wie sind Sie denn durch die Corona-Krise gekommen bisher? Das ganze Jahr? Ja, ich persönlich darf mich nicht beschweren, weil ich bin Gott sei Dank keine 20 mehr und keine 25. Das heißt, in dieser Zeit, die ich arbeite, habe ich ein paar Rücklagen geschaffen, die allmählich auch zu Ende gehen. Aber was mich noch viel mehr belastet, ist eben die zunehmende Depression von Kollegen oder Freunden, die eben im die Kleinunternehmer sind, Gastronomen, Künstler. Das ist sehr schwierig. Ja. Sie gehören zu den Glücklichen, wenn ich das so sagen darf. Sie haben eine regelmäßige Fernsehshow beim SWR, die Matthias Richling Show, einmal im Monat. Aber wie geht's denen, die eben den Künstlerinnen, den Künstler, die dieses Fernsehstandbein nicht haben, die jetzt nicht auftreten können? Ja, katastrophal. Also ich muss auch sagen, ich habe auch 70 Vorstellungen absagen müssen im letzten Jahr oder bis heute. Und es gibt viele Schauspielerkollegen. Ich habe mit kleinen Theatern gesprochen, wo die sagen, 30% unserer Kollegen werden Putzfrau, Straßenkehrer oder einfach obdachlos. Nicht wahr? Und dieses Problem wird nach meinem Dafürhalten und nach meiner Beobachtung eben in keinster Weise berücksichtigt. Was mir fehlt, ist eben, oder was allen fehlt, ist das eine, ist das, was Herr Schäuble schon im Juni letzten Jahres gesagt hat und jetzt im Januar schon wieder. Nicht nur, man kann nicht jeden retten, sondern er sagt auch, das Leben ist eben nicht nur Gesundheit. Es gibt auch die soziale, wirtschaftliche und psychologische Gesundheit oder psychische Gesundheit. Und diese Beratungsgremien werden überhaupt nicht zugelassen in den großen Gipfeln. Und das schafft das eigentlich. Eigentlich Problem, das erst kommen wird, wenn man mit dem Deckmantel der Kurzarbeit, die dann aufhört nach der Bundestagswahl sinnvollerweise in Anführungsstrichen, wenn das dann zu vielen Obdachlosen im in dem Einzelhandel führt, bei den Kleinunternehmern soll. Ja. Ich versuche mir mal zu überlegen, was Angela Merkel Ihnen entgegnen würde. Die würde mutmaßlich sagen, wir haben täglich 300 Tote, wir haben die Virusmutationen, da kann man eben nicht blind öffnen. Aha, gut. Also nun muss man sagen, es fixiert, oder mir fällt dazu eine Talkshow von neulich ein, wo ein Politiker sagte, wir wollen nicht, dass Menschen sterben. Und der Moderator sagte, sie wollen nicht, dass sie an Corona sterben. Und ich sage, an allem anderen dürfen sie verrecken. Denn wir haben in Deutschland 2.900 Tote am Tag. Das ist die normale Sterbequote. Man kann sagen, gut, jetzt wenn wir noch 300 Tote, das so will ich es nicht sagen. Aber die Fixierung darauf ist einfach, auch nach einem Jahr für mich, der ich mich intensiv damit beschäftigt habe, irrational. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Denn, ja? Ich verstehe nicht ganz, warum ist das irrational, wenn man sich darauf fixiert und sagt, da sind jetzt 70.000 Menschen in Deutschland zusätzlich gestorben. Warum ist das irrational? Weil ich dann frage, sehen Sie, wir haben auf der Welt im Jahr 1,5 Millionen Tote im Verkehr. Ist das nichts? Warum schließen wir die Autobahn nicht? Warum schaffen wir die Autos nicht ab? Wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wir haben Sicherheitsgurt, wir haben eine Knautschzone. Ich weiß, die Todesquote auf den Autobahnen hat sich drastisch gesenkt. Es bleiben trotzdem in Deutschland 3.000 Tote im Jahr. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Es ist, was wir ja nie vergleichen dürfen. Ich weiß es schon, ich weiß, Corona ist sehr viel gefährlicher und man weiß die Spätwirkungen nicht und so weiter. Das weiß ich alles. Trotzdem nehmen wir nochmal dieses Beispiel von vor 2 Jahren. Die berühmte Virusgrippe, die Impfung hat nicht ganz funktioniert, weil eben die Mutation schon weitergegangen war. 10 Millionen Infizierte hatte in Deutschland und 25.100 Tote in 4 Monaten. Warum haben wir da nicht einen Kiosk geschlossen? Waren die nichts wert? Waren die weniger wert als Corona-Tote heute? Also drehen wir einfach die Argumentation um. Ich bin gern dafür. Natürlich muss man jeden schützen, selbstverständlich. Aber warum ist das nicht geschehen? So, ich weiß zum Beispiel von Kamerakollegen oder Moderationskollegen, die damals einen Beitrag machen wollten zu der Virusgrippe. Und das wurde einfach nicht gewünscht, um keine Panik herzustellen. Und diese
Paniksituation, die erreicht wird, bei aller Vorsichtsmaßnahme, ist natürlich auch dadurch hergestellt, dass die Maßnahmen irrational sind, als Beispiel. Ja? Ich bin sehr ich bin sehr für Maske und bin sehr für Abstand. Ich finde es ganz fürchterlich, wenn ich im Restaurant sitze und die nächsten Leute setzen sich direkt neben mich, da setze ich mich weg. Ich habe seit einigem Mal keine Grippe, finde ich wunderbar. Also ich bin sehr dafür, ich trage meine Maske auch die nächsten 20 Jahre, wenn es sein muss, wenn Corona längst hoffentlich vorbei ist. So. Aber es gibt dann so Maßnahmen aus dem letzten Jahr zum Beispiel, dass man sagt, okay, ist ein Kinderspielplatz abgeflattert mit diesem Flatterband und daneben sitzt eine alte Frau alleine und liest ein Buch. Die muss eine Strafe zahlen. Mhm. Und dann sagen wir, ja, wieso? Kommt das Virus aus der Bank? Kommt es durch die Luft? Da werden hysterische und panische Reaktionen hervorgerufen, weil man sich das nicht erklären kann. Darf ich mal da einhaken? Also wir halten mal fest, Sie sagen, das ist hysterisch und panisch. Da würde ich gleich drauf eingehen. Gerne. Zunächst mal dieser Vergleich mit der Grippe. Okay, ja. Eingeräumt, die Grippe hat viele Tote gekostet. Aber es gibt ja doch zwei entscheidende Unterschiede. Erstens gegen Grippe. Kann man sich impfen? Es gibt genügend Impfstoff, gab es bisher nicht. Und gegen Grippe gibt es auch Arzneimittel, weswegen eben die Sterblichkeit bei Grippe geringer ist. Das sind doch entscheidende Unterschiede, die für den Einzelnen im Zweifelsfall den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können. Deswegen okay. ist eben der Vergleich mit Grippe in aller Regel, sagt man, nicht derjenige, der zutreffend ist. Okay, teilweise, weil... Warum gab es denn 10 Millionen Infizierte bei der Grippe vor 2 Jahren oder vor 3 inzwischen? Weil eben der Impfstoff doch nicht gewirkt hat, wie er sollte. Ja? Mhm. Und es bleibt dann trotzdem dabei. Weil viele sich nicht geimpft haben. Es impfen sich gegen Grippe, ich glaube, 80% der Bevölkerung haben sich nicht gegen Grippe impfen lassen. Aber sie hätten es tun können. Lassen wir aber auf das, Sie sagen, das ist panisch, das ist übertrieben. Warum glauben Sie, dass das panisch und übertrieben ist? Weil wir sehen es zum Glück, ist ja das, was ich seit einem Jahr sage, inzwischen immer mehr in der Öffentlichkeit und auch von seriösen Beobachtern so beschrieben. Das heißt, die Maßnahmen sind oft eben nicht logisch, also nicht nachvollziehbar. Wenn die, nur als Beispiel, also gut, klarerweise sind die Supermärkte offen, damit man auch sich was zu essen kaufen kann. So kleine Restaurants, die eine Sicherheitsvorkehrung gemacht haben bis zum Herbst letzten Jahres, die exorbitant war. Die mittags vielleicht 2, 3 Tische haben, die sie bedienen. Und so weiter. Wieso können die nicht öffnen? In der Argumentation weiter, Herr Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Institutes und potenzieller neuer Bundeskanzler, weil er ja auch jeden Tag seine Regierungserklärung abgibt, hat im Oktober letzten Jahres in der Ankündigung des Lockdowns von November gesagt, also die Ansteckungen in Theater, Museen und Gaststätten sind um die 5%. Dazu gibt es auch eine Grafik dazu. Und etwa 50 bis 60 im privaten Bereich. Wir schließen Theater, Gaststätten, Museen und schicken die Leute in den privaten Bereich. Was soll ich, ohne irgendwelche fürchterlichen Sachen zu vermuten, wie soll ich das interpretieren? Also sollen die Leute krank werden? So, das meine ich mit Panik. Wieso schicke ich die Leute aus einem relativ... Ich habe selber gespielt im Oktober in Berlin. Wir hatten eine Sicherheitsmaßnahme, das ist unglaublich, mit 15 Quadratmeter Umgebung, wo die Leute alleine sitzen mussten. Jeder musste einzelnes Theater betreten mit Maske und allen Daten und so weiter. Es gab da keine Hotspots. Also wieso schließt man Theater und Gastronomie? Verstehen Sie? Ich versuche, Sie zu verstehen. Dankeschön. Ja? Aber ich versuche auch, die andere Seite zu verstehen. Bitte. Da sind also jetzt die Künstler, die dürfen nicht auftreten, sagen, bei uns steckt man sich nicht an. Da sind die Schüler und viele Lehrer, die sagen, wir haben tolle Maßnahmen, in der Schule steckt man sich nicht an. Da gibt es die Gastronomen, die sagen, bei uns ist alles in Ordnung, da steckt man sich nicht an. Und ich könnte jetzt die ganzen gesellschaftlichen Bereiche durchmachen. Alle sagen, wir sind es nicht. Am Ende haben wir eine Regierung, haben wir Ministerpräsidenten, haben wir eine Kanzlerin, die eben dafür sorgen muss, dass diese Pandemie nicht außer Kontrolle gerät. Würden Sie denn diese schwierige Abwägung zwischen Gesundheit und Freiheit der Bürger, würden Sie die prinzipiell anders treffen?
Das ist eine Generalfrage, die man so mit einem Ja oder Nein nicht beantworten kann. Denn dazu gehören ein paar Prämissen. Ich sage es nochmal, ich berufe mich nur prinzipiell nur auf die Informationen, die ich vom RKI habe und der WHO, Weltgesundheitsorganisation, und nicht irgendwelche Unterstellungen. So. Also die Grundinformation seit einem Jahr vom RKI ist, und auch die von vielen Instituten, Innsbrucker Institut über Ischgl und andere Institute sagen, um die 85% der Infizierten haben keine Symptome. So, das muss ich so glauben, ich kann es nicht gegenkontrollieren, aber das ist das, was ich überall erfahre. So, die Sterbequote ist um 0,2%. Jetzt werden Sie sagen, es sind nur 2 Millionen Tote auf der Welt. Ja, 2 Millionen Tote zu 7,8 Milliarden Menschen sind 0,01%. Tut mir leid. Gut, also so. Ich würde mal gern einhaken. Also bitte. Diese 0,2% Sterbequote, die würden viele Experten so nicht stehen lassen. Da gibt es viele, viele Studien, die dann zu deutlich höheren Sterbezahlen kommen. Wie das will hoch, ich jetzt was, mit was Ihnen maximal diskutieren. Naja, es gibt, sag doch. Es, was weiß ich, 2%, 3% gut, der Erkrankten. Ja? Nehmen wir auch 4%. Ja? So, hätten wir Pest, wäre die Sterbequote 60%. Fasse ich sie an und sie kriegen die Beulen? Nein. Und das ist, da ist der Leidensdruck in der Gesellschaft nicht groß genug. Wie viele Leute kennen Sie, die ich weiß, wer Corona hatte. Das ist ein furchtbares, wenn Sie wollen, Verrecken. Und es gibt einen Arzt aus Amerika, der die letzten 1,5 Minuten eines Corona-Sterbenden nachsimuliert hat, also gezeigt. Dann hätte ich auch gerne die letzten 1,5 Minuten eines AIDS-Sterbenden gesehen, die letzten 1,5 Minuten eines Leukämie-Sterbenden oder eines Lungenkrebs-Sterbenden und so weiter. Das nenne ich Hysterisierung. Natürlich ist das schlimm für die, die es betrifft, aber insgesamt für 83 Millionen oder für 460 Millionen Europäer ist der Leidensdruck nicht groß genug, um das nachzuwählen. Das ist ein Jahr lang alle eingeschlossen oder alles, das soziale und kulturelle Leben nicht möglich ist. Ja. Jetzt letztendlich muss diese Gesellschaft, muss Deutschland ja in einer demokratischen Debatte entscheiden, welche Maßnahmen, wie viele Maßnahmen ergreifen wir, um diese Pandemie zu durchstehen. Wie viel Freiheitsbeschränkungen akzeptieren wir und wie viel Schäden an Gesundheit und Leben nehmen wir in Kauf? Bisher hat eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gesagt, ja, der Kurs, den Angela Merkel und die Ministerpräsidenten da fahren, das ist der richtige. Bisher hatten wir eher mehr Leute, die sagen, wir wollen einen schärferen Lockdown, als solche, die wie Sie sagen, nein, das ist mir zu freiheitsberaubend. Klammer auf, bisher. Ja. Klammer zu. So, warum? Ganz logisch, wenn Sie Angst verbreiten, egal wie, dann haben Sie die Leute immer auf Ihrer Seite. Ja? Und aber Angst dann sage möchte ich mal nachfragen, warum glauben Sie denn, sollte eine Regierung, sollten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wieder besseres Wissen Angst verbreiten oder die Experten und Wähler? Ich bin doch inzwischen nicht der Einzige, der das sagt. Seriöse Menschen, ich wiederhole das nochmal, Herr Schäuble hat gerade es wieder gesagt, die Kollateralschäden, Kollateraltoten werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und das werden sehr viel mehr sein als diejenigen, die über Corona gestorben sind. Wenn Herr Schäuble sagt, die Welthungerhilfe erwartet Millionen Hungertote, weil die Bauern nicht Saatgut anbauen können und liefern können und so weiter. Also mir geht es jetzt nur um dieses Wort Kollateraltod. Das mag der eine oder andere jetzt missverstehen. Ich versuche zu verstehen, was da Sie da sagen. Da ich nicht sagen. Politiker also, bin, brauche ich nicht Politiker korrekt sein. Also. Es sterben unter Umständen Menschen, so verstehe ich Sie, auch an den Folgen des Lockdowns. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Und das ist ja doch auch naheliegend. Erstens habe ich gerade einen Menschen gesprochen, der einen Anwalt kennt, wo zwei Mandanten sich umgebracht haben. Das ist mal das eine. Es gibt auch Leute, die nicht behandelt werden oder sich nicht ins Krankenhaus trauen wegen Herzbeschwerden, wegen Krebs. Ich kenne jemanden. Und da bin ich nicht derjenige, der das Wort Kollateral Schaden erfunden hat dazu, bitte. Ja, ich möchte generell jetzt trotzdem nochmal fragen, was ist denn jetzt die... sagen wir mal letztendlich das Ziel dessen, wie Sie hier argumentieren. Glauben Sie, wir müssten anders abwägen, wir müssten mehr gesundheitliche Schäden in Kauf nehmen, damit wir mehr Freiheit haben? Wie Herr Wieler auch sagt, dass hier der dritte Satz beginnt bei Herrn Wieler, wir wissen nicht genau und so wissen wir es ja auch nicht. Also wir haben den Lockdown seit November, hat sich wirklich die Quote erheblich gesenkt. Jetzt können Sie nur, werden Sie mir gleich sagen, ja, sie hat sich aber auch nicht erhöht. Ja, schön, okay, aber Sie wissen es genauso wenig wie das andere.
So, in der Tat, wir wissen nicht, wie viele Tote es geben würde, wenn keinerlei Maßnahmen ergriffen worden wären. Aber es gibt doch das eine oder andere. Welche Dinge, was wollen Sie alles? Was ich gerne sagen würde, es gibt doch das eine oder andere Land auf dieser Erde, das andere Wege versucht hat, von Schweden bis USA. Und die Zahl der Toten pro Kopf der Bevölkerung sind in aller Regel doch höher als in Deutschland. Deutschland ist ja bisher, was ich sage. Ich wage eine kleine Einwendung. Machen Sie es. Weil ich möchte wirklich nicht eigentlich in eine psychiatrische Klinik gehören, der Herrn Trump in Schutz nimmt, ganz bestimmt nicht. Aber wir haben, Sie wissen vielleicht die aktuellen Zahlen, wie viele Tote gibt es bis heute in Amerika über Corona? Also meine letzte Zahl ist um die 400 Millionen. 400.000, Entschuldigung. 400.000, ja. So viel hat Amerika gar nicht, schön. Also sagen wir mal 400.000. Mhm. Oder zu meinem letzten Informationsstand, das ist ein paar Wochen her, waren es 360.000. Und wie viel hat Europa in derselben Zeit? Etwa 380.000, 400.000. Das ist richtig, aber das liegt daran, weil bestimmte Länder wie Frankreich, Italien, Spanien besonders viel Tote haben. Ja, aber bitte. Moment, Amerika hat 335 Millionen Einwohner und wir haben 460 Millionen. Es ist prozentual, wie sie es verteilen, okay, aber es ist derselbe Wert. Europa ist nicht besser durch die Krise gekommen als die USA, also, da haben Sie sicherlich recht. Ja. Und das Zweite ist, wir haben, ich sage ja nicht, dass man nichts dagegen machen soll, ich betone es nochmal, viele Maßnahmen sind, finde ich, sehr, für mich persönlich auch sehr sinnvoll, wie Maske und Abstand, wunderbar, aber es gibt eben Dinge, die, es gibt doch Beispiele, Münster, Rostock, Tübingen, Boris Palmer, der es anders löst und andere Lösungsmöglichkeiten hat und der eben, mir geht es nicht in erster Linie darum, gehen wir weg von den Maßnahmen, sondern was ist die zusätzliche Belastung? Die Leute, wissen Sie, wenn Sie, ich sage es nochmal, der Leidensdruck ist nicht groß genug. Und das können Sie, das bricht jetzt auf, seit ein paar Wochen bricht es auf. Die Leute können mir, wenn Sie sagen, bisher war die Mehrheit der Menschen für noch mehr Lockdown, der letzte Wert ist 57% dagegen. Mhm. Und je mehr die Leute unter anderen Dingen leiden, also unter Corona, umso mehr wird es dagegen Proteste geben. Ich würde jetzt an der Stelle gerne einen Dreher machen, weil wir nicht weiterkommen. Ich sehe es schon. Genau, ja, Karl Lauterbach. Nicht gerade schmeichelhaft für Herrn Lauterbach. Haben Sie was gegen Lauterbach oder gegen Corona-Experten? Also Sie nennen Herrn Lauterbach einen Corona-Experten. Ich nehme es zur Kenntnis. Bitte. Also das Problem, was offensichtlich ist bei Herrn Lauterbach, er hat von der SPD nie ein Ministeramt angeboten bekommen und jetzt schlägt er zurück. Deswegen ist er jetzt 15 Mal in der Woche in irgendwelchen Talkshows und verbreitet sich. Da ist genau dieser Effekt, dass das, was zusätzlich zur Gesundheit, ich sage es noch einmal, die psychologische, die psychische Gesundheit ist mindestens so wichtig. Und wenn man einen kleinen Hoffnungsschimmer hat, kommt Herr Lauterbach gleich dahinterher und sagt, jetzt kommt die dritte Welle und jetzt kommt die vierte Welle und wir müssen eigentlich, im Grunde genommen gibt es so viele Gefahren, wir wissen, jetzt kommt der nächste Schnupfen, da wissen wir auch nicht, wie der ausgeht. Im Grunde müsste es eigentlich einen permanent nie endenden Lockdown geben. Und das ist das, was die Leute nicht ertragen. Ganz einfach. Wie so gefährlich, wie es sein mag und ist, dass auf dieser Basis Ich wollte mal sagen, Lauterbach hat seine Befürworter und seine Gegner, er war übrigens interessanterweise vor 14 Tagen Gast in dieser Sendung. Ist mir bekannt. Also er brennt ja für seine Sache, nötigt ihn das Respekt ab, wie er für seine Sache brennt, wie er dafür eintritt? Ich kann das nicht sagen. Also das wäre gelogen, wenn ich das sage, es benötigt mir Respekt ab. Ich habe seine Frau im Ohr, die gesagt hat, die sagte, ich bin eigentlich die Virologin und er hat eigentlich nur Health Management studiert und hat das sehr in Abrede gestellt, seine Qualifikation. Also lassen wir es mal dahingestellt. Aber ich finde es sehr, kann man was Falsches sagen? Es ist ja so, man muss nicht unbedingt inhalieren oder trinken. Man kann zum Beispiel Dauerlauf oder so, führt auch zu Suchterscheinungen. Wie eine Innovativität von jetzt bin ich aber dran. Nein! Ich bin jetzt dran. Jetzt bin ich aber dran. Ich kann es nur immer wiederholen. Keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, keine Kontakte, ja, keine Kontakte. Es ist jetzt gut. Wir brauchen mehr getrennte Schlafzimmer,
Wir brauchen mehr Scheidungen, ach, wir brauchen mehr Single-Haushalte, Kinder dürfen nur noch aufbewahrt werden in luftdichten Räumen. Der Mensch muss ein Einzeller werden. Ach. Wir dürfen uns nur noch vermehren durch Selbstbefruchtung. Und das ist ein jahrmillionenlanger Evolutionsprozess. Aber bei Schnecken funktioniert es ja auch. Wir müssen einfach einsehen, nicht arbeiten, nicht bewegen, nicht sprechen, nicht atmen, nicht essen. Das schützt einfach die Gesundheit von uns allen. Ja, nee, es reicht, Herr Lauterbach. Aus anderen Sendungen kriegt man Sie nicht raus, aus dieser schon. Tschüss.